Wir machen jetzt erstmal weiter, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, ist gut, dass du bist geheilt. Weil die Sache ist einfach, wir haben gesehen, dass wenn die wirklich mittlerweile alle auf so hohem Niveau sind, dann müssen wir auch unbedingt mit dem Equipment nachziehen. Kata fragt, was ist Turtle? Turtle ist, um einfach mal hier genau vorzulesen, Defensiveness. Gladiator High in the Strait will be reticent and will block liberally. They like to keep their distance and strike effectively. Ist also wirklich so, wie man es aus RTS kennt. Turteln, was man sich wirklich halt sehr hohe Verteidigung aufbaut und genau, gefühlt nichts macht, warte bis der Gegner kommt. Okay, ihr arbeitet lustig. Wir haben 5 Tage. Ich würde sagen, wir werden einen Kampf jetzt noch abwarten. Und dann tatsächlich die Regional Games einfach testen. Wenn wir verlieren, ist es so. Okay, wir müssen meines Erachtens Schattenmensch hochzaubern. Denn wir haben gesehen, wir können theoretisch diese 2 Leute umnieten. Und wenn wir aber schaffen, 2 auf dem Niveau zu bekommen, haben wir natürlich noch eine höhere Chance. So, gucken wir mal ganz kurz. 77. Ja, also ganz, ganz wichtig. Wir hatten nämlich einmal den Fehler gemacht, dass wir upgraded hatten, um dann feststellen zu dürfen, dass wir... Jetzt realisieren wir 77 ausgegeben, wir kriegen tatsächlich nur 38 wieder, wenn man das Ganze wieder verkauft. Also einfach nur testen ist also nicht drin. Unfein. Unfein, unfein, unfein. So, das sind plus 22, plus 25. Da sieht man natürlich, die Dinger wiegen jetzt schon einen Ticken. Das ist natürlich so ein Problem. Auch hier logischerweise, Evasive ist natürlich halt super hoch für jemanden von der Klasse. Das ist nicht hundertprozentig clever. Die wiegen 5 jetzt wiederum. 10 und 7, 12 und 9. 7, 3 zu 9, 4. Okay, wir haben so ein bisschen was nochmal ausgegeben. Der ist hoffentlich jetzt ein Ticken mit besser dabei. Denn die Überlegung muss wirklich sein, dass wir ihn im nächsten Kampf sogar einsetzen. Hoffen vielleicht wirklich sogar mehrere Leute zu haben. I don't know. Das ist nicht selbstverständlich gerade. A fugitivus was found near your villa by one of your guards. He is armed for battle, but very from drink. Your guard took him captive and the slave now rests in the Ludus. Both the Magistrat and Legat claim to have a quarrel with the man. Claim that the slave has stolen from you and keep him. Eat shit. Stare at you incredulously. You have a new fighter. So, die sind natürlich davon nicht angetan. Who gives a damn? So, hier, viel Spaß. Und wir haben Servius. Nice. Und der hat auch schon so einen gewissen Anfang hingelegt. Das heißt, wir haben hier einen relativ weiteren wichtigen. Dankeschön für den Follow. Ansonsten muss man ganz kurz gucken, ja? Tut mir leid, wenn ich es falsch sage. Derecht? Ich nenne dich Derecht. Wenn das Derecht wäre. Ich tue mich immer schwer mit Namen. Gut. Weißt du was? Dann machen wir es doch einfach so. Dann machen wir es einfach so, dass du auch der jetzt wirst. Ganz simpel. Gut, damit haben wir das. Was sagt dein Equipment? Wir könnten dich relativ kostengünstig deinen Halo-Helm loswerden. Das war schade, aber machen's. Wir haben... Okay, das ist definitiv alles noch so ein bisschen schwächer, wenn ich es richtig sehe. So, Kata fragt, was das für ein Soundsample war. Das war Zarya von Overwatch. Ah, was wollen wir hier noch ganz schnell upgraden? Was hat er hier? 5 und 2. Wir können auf 7 und 3 gehen. Ja, da war so ein paar grundlegende Sachen. Damit er so ein bisschen mehr dabei ist und auch hier nochmal so eine kleine bessere Waffe bekommen. Okay.
Gut, und das ist natürlich so ein bisschen schade. Wer bist du eigentlich? Du hast gerade nicht meinen Namen. Hier, raus da. Platz für die Guten, bitte. Oh boy. One versus one. Der Kollege ist auch wieder richtig stark. Okay, Schattenmensch. Dein Equipment ist immer noch nicht bei Ansatzweisen so stark. Holy moly. Ich traue mich nicht, den einzusetzen. Ich würde sagen, Clown Amy ist wirklich die Person, die jetzt hier weiterarbeiten muss. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Clown Amy reinschicken und einfach hoffen, dass der den umhaut. Mein Defense Skill ist halt nicht so hoch wie seiner. Er kommt mehr aus seiner Armor raus. Ja. Ja, aber das Problem ist halt dadurch, dass du einfach noch nicht so viel einstecken kannst. Ja, also wir müssen jetzt wirklich langsam hingehen, so sehr ich versuche halt nicht die Stärksten immer zu kämpfen zu lassen. Wir müssen jetzt aber einfach hingehen, damit wir wirklich das Geld sammeln, damit unsere Leute weiter geupgradet werden können, damit die dann halt irgendwann in der Zukunft eingesetzt werden können. Das geht leider nicht anders. Okay. Der Kollege ist stärker, aber ich glaube an dich. Hier. 3, 2, 1. Ja! Holy moly, da wird aber schnell losgekämpft, ein bisschen gerollt und... Hohoho, der hat aufgegeben. Sweet. Also. Throwmaster. Heißt also, der versucht absichtlich zu verlieren? Okay, wir haben einen Kollegen dazu bekommen. Wir haben Essen, wir haben Geld. Yes, das sieht gut aus. So. Dich habe ich da runtergeschickt, ne? Okay, ja. Also hier sieht man zum Beispiel, du bist definitiv nicht mir bisher gewesen. Denn die anderen haben alle das richtig eingestellt. Der ist relativ aggressiv. Da sollte man also vielleicht trotzdem gucken, dass der vielleicht... Das ist die Frage, was ist da die Logik, wenn jemand aggressiv ist? Sagt man eher Strength? Denke mal, dass man sagt, der greift halt eher stärker an. Okay, lass uns mal ganz kurz hier lustig gucken. Hier war das. Wir haben nicht so ein paar. So schnell wie die Kämpfe gehen, hast du Brutalfights wieder ausgemacht oder sind die Angriffswerte einfach so imbar? Ich gucke aber mal ganz kurz einfach schnell nach. Ich habe nämlich nichts gemacht gehabt. Brutal Fights ist grün aktiviert. Dull the blades of all gladiators in Rome for longer and more brutal fights. The crowd cries for blood. Ja, also ich habe hier nichts gemacht. Wir hatten es gemeinsam aktiviert und auch nicht wieder deaktiviert. Okay. Das ist ein bisschen extra Geld wieder. Man sollte gucken, eine Sache, und zwar Clone Amy, du kannst relativ kostengünstig einen besseren Helm bekommen. Dann sollten wir das zumindest schon mal machen, um hier nochmal ein bisschen Plus zu bekommen. Das ist ein bisschen das Problem. Der ist definitiv nicht 100% die beste Klasse dafür. Weil er mehr auf Evasive als Turtle Power in dem Fall ist. Das ist aber bösartig, dass bisher wirklich in jedem dieser Kämpfe so einer dabei war. Okay, wir müssen... Jetzt muss ich ja schon wieder warten. Ja, also wir warten wieder, so doof es ist, aber wir warten, um dann danach zu diesen Regional Tournaments zu gehen. Das ist super riskant, aber dieses Risiko müssen wir einfach mal eingehen. Okay, du bist fast geheilt. Geheilt. Also, die Werte da unten bestimmen halt, wie sie sich verhalten. Jemand mit 4 Aggro wird seine Verteidigung halt öfter mal ignorieren. Ob man da auf mehr Power oder mehr Death setzt, ist die andere Frage. Ja. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Gibt es hier irgendeine clevere Sache? Der Architekt hat gerade... Hätte ich nicht gesagt, du sollst Gather Stones machen? Weiß nicht, was er damit jetzt wirklich gemacht hat. Meine Frage ist, auf was man jetzt wirklich setzen sollte.
Will Race Morale. Sollte man vielleicht gucken, dass wir den Weinkeller irgendwann ernsthaft starten? Um da auch weiterhin diese Leute bestechen zu können, um vielleicht in der Theorie nochmal bessere Leute kaufen zu können? Ja. Das soll die Idee sein. Okay, wir haben. So, er hat einmal Gather Stones fertig. Schau mal auf den Spot oben links. Oh. Oh. Ich bin davon ausgegangen, dass sie dann automatisch einen anderen Slot einnehmen. Oh, interessant. Es stapelt sich also. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte, man müsste irgendwann halt mit dem Problem kämpfen, dass man halt clever durcharbeiten müsste, was wo steht. Wenn man halt so viel von dem einen sich holt, ist man halt irgendwann nicht schissen. Aber gut zu wissen. Okay. Wir haben Clown Amy als 1. Wir haben Schattenmensch auf der 2. Oder ihn auf der 2. Das Problem ist, er hat nicht wirklich viel HP, ne? Das wird wohl so ein bisschen der Genickbrecher für ihn aktuell sein. Können wir mit 2 richtig guten es wagen? I am not sure. Müssen allgemein müssen ein bisschen gucken. Wie sehen eure Waffen nochmal aus? Falsche Person. Falsche Person. Du könntest nochmal ein Waffenupgrade bekommen. Das sollten wir dann ja auch machen, damit du noch mehr einprügeln kannst. Ja, da gibt es auch keinen Grund, sich zurückzuhalten. Okay, wir haben jetzt 2 Leute, die richtig gut sind, die gutes Equipment haben. Hier hängt zwar logischerweise noch so ein bisschen hinterher. Aber ich habe so Angst, dass wir da reinrennen und einfach draufgehen. Das ist einfach noch einmal hier von dem Zeug kaufen. Wir werden gucken, dass wir jetzt vielleicht hingehen. Vielleicht gibt man wirklich Schattenmensch hier diese Equipment-Sache. Surround Weapons do 400% more normal damage. Das klingt natürlich ziemlich cool. Bisher haben wir, glaube ich, niemanden. Ja, Clown Amy hat das Massaker mit einem Holzschwert angerichtet. Das ist bösartig. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Fight of the Centurions. A frightening killer who had reportedly beaten a donkey's face into pulp during a brawl. Rumble in the jungle. A demonic beast who once had cut a donkey's kneecaps into an unrecognizable pile of goop during a brawl. Was haben wir hier für eine Donkey-Faszinierung? Unfinished business, an animal of a man who is fabled to have punched his opponent's leg into pulp during a friendly game of cards. Und dann haben wir hier diese Circus Maximus, a terrid race that harkens back to the circus of old, a forgotten time when truth reigned supreme. Chariots are not considered regional championship. Genau. Das sollte uns im Endeffekt egal sein. Wir wollen also einen von denen machen. Okay, wollen wir Donkey Verprügler haben? Oder wollen wir der, der irgendwie halt Beine kaputt macht während Kartenspielen? Ja, die Texte sind definitiv zufällig generiert. 7, 6, 11, 11, 3, 6, 13, 1, 3, 5, 10, 4. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass man hier bei diesen Texten nicht wirklich oder auch sogar bei den Dauern halt oder den Resources, die man verbraucht, einsehen kann, wer hier besser oder schlechter ist. Oh boy. I'm not ready. Der Typ ist Level 20. Oh boy. Okay. Host is the Emperor. Championship Type. A battle to the death against Zeus, the bringer of nightmares. Obstacles is a mystery. Wir haben 200 Dingsbums Participation Costs. Ja, okay. Er ist Level 20, hat nicht die beste. Meine Frage ist halt, ob man ganz bewusst jemanden anders mitnimmt. Ob man wirklich halt die beiden Stärksten mitnimmt und versucht, irgendjemanden Dritten dabei zu haben, dass der noch ein bisschen mehr levelt. Weißt du was? Schattenmensch, Clown Amy und Night Booster werden diejenigen sein,
die sich hier an diesem Kampf versuchen. Was auch immer, it's a mystery ist, aber wenn hier ihr drauf geht, dann ist es halt nun mal so. Aber wir haben hier Leute, die meines Erachtens es schaffen sollten. Das Gute ist auch, dass halt Night Booster nicht ansatzweise aggressiv ist. Das sollte uns so ein bisschen helfen. Obwohl Schattenmensch noch weniger aggressiv ist. Ich meine, das einzig Beeindruckende ist seine HP. Aber alles andere sieht sehr übersichtlich aus. Also entweder hat hier mit dem Obstacle sich noch irgendwas drunter versteckt, aber ich setze auf eine Kampfdauer von unter einer Minute. Sekunde. Let's go! Erster Regional Fight. 3, 2 und 1. Ja. Das war jetzt nicht wirklich lange. Das war ein bisschen bösartig. Das war sehr, sehr einfach. Das ist halt natürlich das Fiese. Man bekommt mit, dass die halt super schwer und stark sein sollen. Lotus ist Overcapacity, minus Moral. Gut zu wissen. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, wieder Leute zu verkaufen. Jupp. Meine Frage ist, ob man halt ganz bewusst jetzt auch noch anfängt, irgendwelche von denen zu verkaufen. Gerade um zu hoffen, dass man vielleicht weiterhin so an Futter spart. Aber die sind halt mittlerweile alle schon so halbwegs gut mit dabei. Du bist ein bisschen enttäuscht, mein lieber Freund. Ja, du musst definitiv hoch. Aber der hat halt schon so ein paar Sachen. Und eine lustige Mütze. Diese drei von denen habe ich schon besiegt. Und ich habe nie auch nur ansatzweise so starke Champions gesehen, wie du sie hast. Ich würde mir keine großen Sorgen machen. Ja, okay. Dann würde ich ganz klar sagen, hat irgendeiner von euch überhaupt Schaden genommen? Das ist irgendwie durchaus lustig. Gucken wir mal ganz kurz. Two times production. Employees who produce resources will generate two times more. That's not stack. Ich wusste gar nicht, dass man den Kollegen auch Sachen geben kann. Ha, ja, interessant. Nope, Amy musste nicht so einen Gegner hat's zerstäubt, ja. Okay, also, das ist interessant zu sehen, dass man Karten wirklich, dass man denen auch die geben kann. Vor allem kann ich auch Karten, ich kann Jupiter Blessings an die Statue mit Jupiter Blessing oder für Jupiter Blessings vergeben. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, leider keine Angestellten, die irgendwas ernsthaft produzieren. Das ist dementsprechend so ein bisschen schade. Meh. Man könnte überlegen, ob man halt irgendjemanden halt solche Sachen gibt, aber das fühlt sich wie eine Verschwendung an. Wir haben vor allem dreien von denen mittlerweile. Vielleicht gibt man das ganz bewusst hier diesen Hasen. Damit die erstmal so ein bisschen weiter trainieren im Hintergrund. Ein bisschen schade, aber ich hoffe aber mal, dass man hier kein Oberlimit hat. Ja. Ist natürlich relativ klar, dass wir jetzt zum nächsten Kampf gleich übergehen. Warum auch nicht? Level 10, what? Ich überlege ernsthaft, Clown Amy nicht mitzunehmen. Man wirklich versucht halt, so ein paar andere Leute mitzunehmen. Mit der Hoffnung, dass die dann halt extremst dadurch leveln. Aber wirklich halt Nobelia und Schatten... und Night Booster mit dem... Warum? Warte, und Schattenmensch hier die Hauptaufgabe gibt. Ist der gefährlich? Er kann 69 Schaden anrichten, also so in der Theorie ist es nicht. Shield Steward hat er als... Er ist sehr aggressiv, das könnte ein Problem werden, wenn die halt einfach überrempelt werden. Sollte ich mich das trotzdem trauen, Clown Amy zurückzulassen, oder wollen wir hier wirklich auf Sicherheit gehen? Die Sache ist, wir müssen mindestens 3 dieser Turniere gewinnen. Und zumindest jetzt nach diesen ersten beiden, gehe ich mal davon aus, dass wir den dritten auch relativ simpel schaffen sollten. Meine Frage ist, versuchen wir halt 2 hier nebenbei zu trainieren? Oder riskieren wir, dass einer von denen drauf geht?
Ich würde sagen, wir probieren es einfach. So, wenn ich blocke, wehre ich 79 Schaden ab. Ich denke, das sollte machbar sein. Ach, stimmt. Como. Der alte Stecher. Meinte, irgendeine Sklavin zu retten. Und hat dann halt mich angegriffen und ist mit ihr geflüchtet. Oho, wir haben eine andere Arena. Und der hat einen Piekser. Und nächster Kampf. Let's go. Die prügeln da lustig auf den einen und keiner von uns nimmt gefühlt Schaden. Coolio. Und er hat aufgegeben. Das war sehr, sehr cool. Ich weiß jetzt leider nicht, wer von denen da unten am Herumrollen war. Aber halt, das lief ganz gut. Oh, Reduced Training Coin. Sweet. Das lief auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt müssen wir wieder gucken, denn wir haben jetzt schon wieder zu viele Leute hier. Das ist doof. Du bist doof. Und dann gucken wir mal weiter. Du bist gut dabei. Nice. Hier schon mal so ein paar Leute zu haben, die auch so Equipment schon haben. Das ist immer hilfreich. So, dementsprechend gehen wir mal wieder nach der Logik. Wer hat am wenigsten HP? 180. Wenn ich draufklicken. 195. 198. Und 213. Ein bisschen schade, denn der hat natürlich auch hier schon so ein bisschen angefangen gehabt. Aber manchmal muss man halt hier so ein bisschen das richtig machen. Schön ist, wir sind aber relativ gut vom Essen dabei. Schade, Mensch behauptet, dass er vermutlich derjenige war, der rumgerollt ist. Ich habe in den General. Ich habe den General im Hintergrund gegeben und den Noobs gesagt, was sie machen müssen. Und sie haben es sehr gut umgesetzt. So. Most Employee Upgrades. Coin Costs are reduced by 15. Ich denke, das sollte man ganz klar ihm geben, oder? Einfach um da die Kosten zu reduzieren. AI Control Data Direct 150% faster. Damn, son. Damn, son. Das ist gar nicht mal falsch. Wenn man das wirklich auch nochmal Clone Amy gibt. Holy moly. Meine ist ja eh schon halt ein Zug auf voller Geschwindigkeit. Irgendwer Schaden genommen? Das ist beängstigend, dass keiner von euch Schaden nimmt. Wir müssen hier natürlich einfach mal so gucken. Ja, das ist definitiv kostengünstiger geworden. Okay, wir haben so ein bisschen Geld eingespielt. Mehr Stamina? Wie gesagt, das Problem ist, wir haben bisher... Doch, wir haben einen Kampf, diesen einen, wo sie halt beide 5 HP hatten. Ich glaube, Kata gegen wen auch immer das war. Wo sie ihr Schild nicht aufgehoben hat und dann halt für eine halbe Stunde da mit dem herumgeprügelt hat und nichts dabei passiert ist. Ich glaube, da war das Problem, dass irgendwann die Stamina denen auch ausgegangen ist. Man müsste eigentlich überlegen, das zu machen. Wenn man nicht überlegt, ernsthaft... Ja, tatsächlich. Automatisiert ist kostenlos geworden. Dank dem Upgrade. Also sollte man überlegen, vielleicht das Geld für eine neue Klasse zu investieren? Also die Sachen, die wir definitiv überlegen sollten, ist irgendwann Wolf Courage. Irgendwann hier oben die... Oh, Gladys are more likely to remove arms during... Shit. Das müsste man eigentlich hier weiterarbeiten. Einfach nur, um zu hoffen, dass die da... 21 Tage. Ui. So, ich glaube, die Jungs skalieren nicht. Und weil die Arena schon so hochskaliert ist, um sich Amy anzupassen, sind die anderen jetzt ein Joke. Ja. Ich denke, wir müssten irgendwann überlegen, uns hierhin zu arbeiten. Einfach, weil das so bösartig klingt und vor allem auch nicht viel kostet. Alter, wie wichtig sind unsere anderen Klassen? Ihr wisst, wir haben die, die mit 2 Waffen arbeiten, aber keinem Schild. Und wir haben die, bitte fragt mich jetzt nicht, welche ist, und die, die halt mit Piekser, Schild und Netz arbeiten. Und die Frage ist, wie wichtig sind die? Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, bisher hatten wir überwiegend die Starterklasse. Wir haben ja hier und da ein paar andere, aber die anderen haben bisher mich noch nicht so überzeugt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Dementsprechend weiß ich nicht, wie clever es wirklich ist, auf die umzusteigen. Es gibt vermutlich logischerweise deren Vorteile und Nachteile. Aber ich weiß halt nicht, wie wichtig es für uns jetzt tatsächlich ist, da schon hinzugehen. Ah, Gladys ist der High Chance of Disarming. Das sollten wir vermutlich machen, einfach weil das Schild in den meisten Fällen so wichtig für die Leute ist.
Okay. Wir sollten, denke ich, einfach. So ist halt in Many vs. Many Fights nett, vermutlich unterschiedliche Klassen zu haben, wenn da Leute verschiedene Vor- und Nachteile haben. Ja, das stimmt wohl wieder. Also wie gesagt, das wird alles so Sachen sein, die wir hoffentlich vielleicht noch so ein bisschen abarbeiten können, bevor das Ganze hier endet. Und ich bin überrascht, wie viel Essen wir weiterhin haben. Gehen wir über und machen jetzt. Oh, wir haben hier noch einen dazu bekommen. Xanthios the Executor mit Triller in Manila. A Hulkin Beast who had reportedly ripped his own father's eyes off during a picnic. What? Wichtig ist vor allem, wir müssen halt drei Regional Championships schaffen, bevor wir Final Championship in Rome antreten können. Ah, jemand steht hier irgendwie dabei. You will need the Magistrate assistance to negotiate this fight. And he does not favor you. Okay. At least three Regional Championships. Ebenfalls hier da. Ebenfalls hier. Legatshilfe brauchen wir hier wiederum. So, the final championship will take place after 1 year's time. Fabianus, the Bane of Rome. A brave warrior who had apparently beaten his own father's soul off during a heated game of cribbage. Bei den drei gegen einen Kämpfen würde ich jeweils einen Noob reinnehmen, hoffen, dass die anderen beiden tanken und die Erfahrung einstreichen. Wenn er stirbt, ist ja keiner großer Verlust. Ja, das sollte man in der Theorie definitiv überlegen. Ich denke, wir sollten einen Kampf jetzt noch hier schnell ansetzen und ich nehme einfach den hier, weil der weniger kostet. Obwohl mir Coins eigentlich eher egal sind, muss ich ganz ehrlich zugeben. What are you? A Beer Moss. Oh boy. Oh boy. So. A big fucking trident ist seine Waffe. Attack Level 1. 80-ish HP als Schaden. 312 HP. Und ist halt ein Beer Moss. Ich gehe davon aus, dass das hier so das Gefährliche sein wird. Oh boy. Ich denke, hier müssen wir vielleicht sogar tatsächlich überlegen, einen der Kollegen mitzunehmen, die ein Netz haben, und hoffen, dass wir den festhalten. Obwohl auch dann, selbst mit dem Trident, das ein Problem sein sollte, an den Rand zu kommen. Wie sehr geht man hier ernsthaft auf Sicherheit? Ich meine, wir könnten ganz gerne versuchen, eher so die zweite Garde zusammen loszuschicken. Da würde ich sagen, halt der Recht- und Schattenmensch. Plus irgendjemanden anderen und vielleicht tatsächlich einen von denen, die wir. Ja, Rock Green haben wir noch, den wir noch umbenannt hatten, genau. Der hatte immerhin diese Idee, aber ich weiß halt nicht, wie wichtig die Idee überhaupt ist. Und vor allem wichtig ist, die machen halt schon so ein bisschen Schaden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir bei diesen Kämpfen weiterhin versuchen. Ach so, diesmal nur zwei. Oh, danke für den Hinweis. Gehen wir auf Sicherheit? Ich denke, wir werden auf Sicherheit einfach gehen. Und die nächsten beiden in der Reihe versuchen noch weiter zu leveln. Ist zwar schade, dass wir da halt hier so diesen extra Noob, wie vorgeschlagen, nicht mit reinwerfen. Aber ich denke, das ist ein gewissen Maße sicherer. Ich bin gespannt, was dieser Trident tatsächlich anrichten kann. Aber ich gehe davon aus, dass die beiden das schaffen. Okay. Gegen der Biermoss. Fight. ja. Das war natürlich jetzt bisher sehr simpel. Okay, weitere Leute. Oh, weitere Reduced Training Costs. Max Stamina. Mhm. So, zwei weitere Vollidioten. Das denke ich relativ offensichtlich. Da zwar hier schon so ein paar Sachen angefangen, aber wir werden die jetzt einfach verkaufen. Einfach weil die einfach nicht hier die besten sind. Hätte der so ein bisschen Rüstung oder ähnliches, dann ja. Okay. Wir haben das Grundlegende gemeistert. Meine Frage ist, wie sehr dürfen wir hier weiter versuchen? So, glaube es. Also, wird Erfahrung anhand von Trefferverletzungen vergeben. Und Shadowmensch meint, glaube es gibt Baseline-Stats für den Kampf und Bonus für gemachten Schaden.
Kannst du mich mal ordentlich benennen? Define ordentlich! Das EDC hinten weg? Das DC hinten weg? Das C hinten weg? Das ist ein bisschen das Problem, wenn man Leute halt so nicht kennt. Einfach von auszugehen, wie die Namen sein sollten. Da möchte man nicht irgendwelche Sachen behaupten oder von ausgehen. I don't know. Weiß leider nicht, wer du bist. Also ich kenne genug Leute, die halt sehr genau auf ihren Namen sind und ich möchte da nicht auf eine oder andere Art und Weise versuchen. So, wen upgraden wir? Wir sollten vermutlich gucken. Gute Frage. Wir wissen das Stack nicht, das heißt wir brauchen dem das Ganze jetzt erstmal nicht so weitergeben. Wir haben mit dem ja so gut wie alles. Educator. Ich meinte, hier könnte man es definitiv machen, aber auch da, die Kosten sind ja eh schon nicht mehr so hoch. Hier sollte man vielleicht überlegen, weil wir da noch überhaupt nichts gemacht haben. Auch da, ist das so überhaupt so wichtig? Wir würden hier vielleicht mal überlegen, sogar anzufangen. Increase Treatment Speed. Das sollte man vielleicht überlegen. Und alles increased treatment speed, okay. Gut zu wissen. Okay, also wenn ich im Chat Schattenmensch glauben darf, ist es also DC. Also die letzten beiden Buchstaben. Okay. Trotzdem weiß ich weiterhin nicht. Einfach wirklich halt nur DC? Oder komplett ausschreiben? I don't know. Might need your help here. Ja, also, da bin ich von auch ausgegangen, dass wirklich halt das Cobra sein soll. Hier hast du mein E-Coin obendrauf. Ich würde ganz gerne fast eigentlich diese Gladiatorenkämpfe weitermachen. Einfach nur um zu sehen, was zur Hölle passiert. Level 15, 97 Schaden. It's a mystery. A battle to the death against Constantius the Merciless. Okay, ich würde sagen, wir gehen mit der gleichen Strategie. Vielleicht, dass wir jetzt hier drei haben. Wenn wir tatsächlich mal Rock Green mitnehmen, damit der mit seinem Netz vielleicht so ein bisschen Spaß haben kann. Ist das clever? Ich meine, es ist wichtig, dass der vielleicht so ein bisschen weiter levelt, dass wir vielleicht auch von denen einen der Art haben. Nämlich relativ niedlich vom Level bisher noch. Und vor allem auch von dem Zeug, was er hat. Also ich hoffe, der hält sich vielleicht nicht mehr. Oh, der ist Aggro so hoch. Eieiei. Okay. Let's try. Kampf Nummer 4 in den Regional Championship Games. Kannst du dich clever anstellen und nicht sofort drauf gehen? Er hat sein Schild verloren, aber sie stellen sich so clever an, dass sie eigentlich hier kaum... Holy moly. Nice. Ich fände es zwar schön, wenn der Kollege beim Rausgehen das Schildnetz wieder mitnehmen würde. Aber Rock Green hat es überlebt und wir haben... What? Oh. Reduced Training Time, wir bekommen Shieldbreaker. Überleg mal, Shieldbreaker, Hawk, Clone Amy geben, holy moly, ich gehe zwar davon aus, dass er den meisten Fällen eh einfach alles durchprügelt, aber trotzdem, what the hell, wir haben einen Chariot bekommen, also damit könnten wir jetzt an Chariot Races teilnehmen, ich wollte mich schon fragen, wie das zur Hölle abläuft, jetzt wissen wir es. Ha, ich hätte nicht gedacht, dass man das so,
Ich weiß nicht, ob man das Ding jetzt hier stehen lassen soll. Vor allem haben wir hier nochmal einen Dude bekommen, der sogar, na, er muss zwar auch noch trainiert werden, aber halt, den sollten wir vermutlich wieder mitnehmen, um so ein bisschen Geld sparen zu können. Ich fühle mich natürlich so ein bisschen schlecht, die stehen jetzt hier, trainieren. Für die ist es vermutlich eher sogar sehr an, obwohl wir verkaufen, so, who knows, da irgendwie Logik anzubringen. Sie werden vermutlich weiterhin Sklaven bleiben. So, wie sieht es denn aus? Ja, dich verkaufen. Ich hoffe mal, dass der Chariot einfach da stehen bleiben kann und nicht halt hier unten stehen muss oder ähnliches. Ansonsten, du arbeitest immer noch den Weinzeller, genau. Also brauchen wir auch nicht hier irgendwie irgendwelche anderen Sachen. Du baust ein neues Schild, Netz meine ich natürlich. Und wir sollten irgendwann gucken, dass du vermutlich nochmal weiteres Equipment bekommst. Ja, und das ist natürlich der Witz, Circus Maximus. Die Frage ist natürlich, wie stark muss man da ernsthaft hingehen und The Big Rack upgraden, damit das Ding halbwegs gescheit mit dabei ist. Gucken wir mal. Wheels. Upgrade Wheels will have better durability and do more damage to opponents. Oh. Durability when we hull upgrade this chariot's hull to increase HP and speed. Das könnte lustig werden. Müsste überlegen, ob man das Ding so ein bisschen upgradet und dann ganz bewusst so ein paar Mannequin reinstellt, die wir so überhaupt kein Interesse daran haben. Dass man denen so grundlegend simples Equipment gibt und hofft, dass sie das irgendwie so überleben. Ich habe den noch nie gemacht. Ich glaube, das war noch gar nicht im Spiel, als ich zuletzt gespielt habe. Ich würde das ganz gern mal miterleben. Ach Gott, no, come on. Achso, das muss natürlich auch jetzt erstmal repariert werden und das Ding, du kannst ruhig da bleiben, mein lieber Freund. Oh, das Ding ist wirklich halt ein Problem und ebenfalls haben wir hier das Maximum erreicht. Most Employee Upgrade Time Costs are reduced. Ich gehe mal von aus, dass es trotzdem halt auch hier die mit einbezieht. Okay, dann werden wir mal ganz kurz gucken, wem wir das ernsthaft geben. Geben wir das jemanden, der schon besser dabei ist? Ich meine, ich denke, ich gebe es wirklich einfach mal DC. Und kann man. Ach so, die wollen das nicht. Okay, dann werden wir ganz kurz hier noch einen dieser anderen Clowns rauswerfen dürfen. 198 zu 100. Oh, okay. Einfach nur, dass wir hier... Jetzt nimmt der wirklich halt so einen Slot ein. Also das finde ich leicht lächerlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ablaufkarten nur auf deine Angestellten. Oh, okay. Das erklärt auch das Wort Employee. Denn Slaves sind keine Employees. Most Employee Upgrade Time Costs are reduced. Müsste man eigentlich ihm geben. Coin. Produce Resource haben wir logischerweise kein. 300% more damage done to opponent's shields. Tut mir leid, aber ich denke, das müssen wir ihm geben. Einfach um da die Sicherheit zu haben. Dass wenn der irgendwo drauf einprügelt, dass er das hinbekommt. So, wir gucken ganz kurz. The Big Rack ist... Okay, also jedes Upgrade kostet vor allem auch Zeit. Meine Frage ist, wie zur Hölle komme ich jetzt hier... Weißt du was? Nimm mal das. Ist mir zwar so ein bisschen doof, aber ich will hier so ein bisschen Freiraum haben. Natürlich so ein bisschen doof. Holy shit, vor allem dauert das lange. Oh shit, ich hab den... Okay, das können wir aber regeln. Vor allem habe ich schon wieder geschafft, den falsch anzuklicken. So, das Gute ist aber, wir haben hier die Möglichkeit, Recover Cards. Place this card on any entity to recover applied cards. Sorry, Night Booster, aber Shieldbreaker... Muss an Clone Amy gehen. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das Upgraden von den Dingern dauert viel zu lange. Okay, ich würde sagen, wir gehen über in den nächsten Kampf. Wir stehen jetzt hier gar nicht großartig weit darum. An animal of a man who is thought to have ripped a dog's arm into pulp during a funeral. What the hell? Klar. Ach, du heilige Makrele. Das sind viele. It's a mystery championship. A battle to the death against Virius the Executor.
Okay. Wieder ein Beermoth, aber der hat einige Kollegen an seiner Seite. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier nicht rumspielen werden. Wir werden einfach die stärksten Leute mit dabei haben. Wir können vor allem unseren Chariot da reinstellen. What? Klar. Okay, Rock Green. Wer ist der Nächste, den wir da noch mitnehmen? Wir könnten überlegen, Gran mit mal reinzuwerfen, aber der ist auch nicht unbedingt der Beste, was seine Verteidigung betrifft. Und gerade in solchen Kämpfen will man sowas nicht herausfordern oder zu sehr herausfordern. Deswegen lassen wir Nobelia vielleicht einfach sicherheitshalber mitnehmen. Das wird lustig. Aber ich gehe mal davon aus, dass gerade hier unser Todeskommando sich hier um alles kümmern wird. Nächster Kampf, let's go! Shit, die werden hier auseinandergenommen. Ja, sehr schön, sehr schön. Das war bitterbös. Die prügeln einfach nur drauf ein. Das ist denen scheißegal, dass da Gegner sind. Oh, wir nehmen... Oh, wow. Nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir hier mit den Kollegen allen anstellen. Ah, boy. Hier haben wir jetzt wirklich einige Leute am Start. Da sollten wir vermutlich jetzt von nun an gucken, wie deren Werte aussehen bezüglich Mediate. Denn wir haben viele, die einfach noch so überhaupt nicht dafür bereit sind. Bei dir werden wir dann definitiv auch gucken, ob man ihm das hier nicht gibt, damit er noch ein bisschen mehr halt an HP und Co. behalten wird. Und man gibt es vielleicht einen der anderen. Oh, der Scoper hat definitiv ein bisschen Schaden genommen. Da sollten wir also jetzt aufpassen und nicht sofort wieder. Geld das Max Stamina Increase by 50%. That's pretty damn good. Also hier sollten wir definitiv überlegen, das Ganze noch weiter zu vergeben. So, wir sollten nur ganz kurz gucken. Du. Du bist relativ gut. Das wäre schade, dich wegzugeben. Wir sollten auch definitiv irgendwann überlegen. What in the hell are you guys doing? Rock Green, no. So, du. Du bist doof. Du gehst weg. Definitiv. Du. Du bist ebenfalls doof. Weg mit dir. Jetzt haben wir noch zwei Stück. 34 so in dem Dreh und auch so 34 in dem Dreh. Das sind beide, die mit Netzen um sich werfen. Na, das ist beides mal die gleiche Person, oder? Die ich hier anklicke. Germanicus. Ja, das ist beides mal die gleiche Person, die ich hier anklicke. Obwohl ich hier auf den hinteren klicke. Jetzt habe ich den. Yikes. Ich meine, man könnte ihn für so ein bisschen Geld verkaufen. Das wäre hilfreich. Meine Frage ist, was machen wir mit den anderen Idioten, die jetzt hier gerade auch ebenfalls, du musst aufpassen, dass wir hier schnell mit dabei sind. Es geht natürlich so ein bisschen auf das Management-Level über. Wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wo man sich ernsthaft hinbegibt. Wenn man die mit zwei Waffen haben, die schneller in der Theorie sind? Der Kollege ist relativ evasive, das könnte ihm in der Zukunft helfen. Du auch zwei Hand, du bist ein bisschen schlechter in der Logik, aber ein bisschen aggressiver. Du bist super evasive. Wen von denen gibt man da ernsthaft auf? Ich denke, den werden wir hier aufgeben, einfach weil der vom Level bei weitem noch nicht so interessant ist. Und denke dich einfach gleich hinterher. Okay, und wir sollten definitiv überlegen, dass wir denen auch noch weiter Namen geben, denn wir haben hier aber noch so ein paar Leute, die noch nicht benannt sind. So, dementsprechend als nächstes in der Liste haben wir Temmay 100. Wir geben den a Coin. Und jetzt würde ich eigentlich einfach durch und benennen die, die ich aktuell habe und nicht... Tiberius Sun nennen wir Daniel Bubi 9998. Reward Coin. Okay, du bist in der Theorie schon länger dabei, aber ich habe irgendwie keine Lust. Kann ich eigentlich das Ding umbenennen? Nope. Schwach.
Du bist mit besser dabei, brauchst aber noch Trainingszeit. Also die würde ich eigentlich eh nicht überlegen, aktuell mitzunehmen, weil die aktuell noch nichts zu sagen haben. Wir gehen einfach über... Ne, wir gehen noch nicht. No, no, no. Wir gehen noch nicht über zu dem nächsten Kampf. Wir warten, bis die jetzt hier alle regeneriert sind. Und da ist auch wichtig, Schattenmensch wurde ebenfalls leicht verletzt. Hoho. So, und da sollte man in der Zukunft vermutlich auch überlegen, jetzt hier Geld zu investieren, damit die so ein bisschen besser in der Zukunft werden. Ebenfalls... Was haben wir hier nochmal? Increase Max Stamina und Stamina Regeneration. Learn that greenness can help the body heal more quickly after injury. Das sollten wir vermutlich mal langsam machen. Learn that the loss in the arena is no cause for shame and they do not lose. Pfff, gehen da eh meistens drauf. The Magistrat cousin has been slain under mysterious circumstances. Would you dedicate 32 coins to the investigation? Ja, klar, von mir aus. Also it proves to be inconclusive. The Magistrat is appreciative of your participation in the investigation. Swell! You gave me the money! Das Ding hat 32, ist halt sehr, sehr niedlich. Dementsprechend gehe ich auch einfach mal hier hin. Auch wenn wir das Ding haben, hier nochmal sicherheitshalber. Okay, 3 Tage noch. Der Scopa wird leider nicht relativ schnell dabei sein. Nubila erst recht nicht. Weißt du, so irgendjemand anders darf gleich auf die Fresse bekommen. Lass mal ganz kurz einfach allgemein schnell gucken. Night Booster. Sollte man dir vielleicht die Ehre geben, in den nächsten Kampf zu gehen? Ich denke, wir werden hier tatsächlich gucken. Das ist teuer. Plus 1 Verteidigung, aber plus 4 in Gewicht. So will man das ja auch überhaupt nicht haben. Sieht aus waffenmäßig. Okay, hier. Okay, gucken wir mal, was passiert. Hab den 2 jetzt Upgrades gekriegt. Oh boy. Many versus many. Oh boy. 52, 21, 181, 200 und 155. Wir können 6 Leute nehmen. Ich denke, das sollten wir definitiv machen. Gerade vor allem, was das Geld bedeutet. Leute werden definitiv draufgehen. So ist nicht. Hier werden wir vermutlich gleich wieder so ein bisschen aufräumen. Nur ich weiß, die verletzt sind, dürfen erst gar nicht erst mitkommen. Rock Green, Daniel Bubi und Cran mit. Ist jetzt schon lange dabei, hat glaube ich nie ernsthaft Kämpfe miterleben dürfen. Hat zwar 3 Gewinne, aber heißt ja erstmal gar nichts. Okay, wir sind ganz klar auf Schattenmensch Clone Amy angewiesen, hier einfach alles umzuprügeln. Vor allem Schattenmensch mit fast 500 HP. Den könnte man bei den Regional Games als Boss hinstellen mittlerweile. Holy moly. Ja, also hier ist jetzt wirklich nicht viel zu sagen. Wir hoffen, dass die ersten beiden das hier alles umhauen. And that's it. Oh boy, das ist eine volle Arena. Und zwar einen mehr als die. Aber ich denke, das sollte denen hier nicht ansatzweise helfen. Let's go! Holy shit, wir haben bereits 1 verloren, 2 verloren, 3 verloren. Clone Amy, reißt dich zusammen. Wir haben 2 Leute noch stehen gehabt. 3 Leute. Night Booster, Clone Amy, Schattenmensch. Hohoho. Und ich glaube, Clone Amy war richtig knapp. Ich glaube, das war richtig knapp. So, Schattenmensch hat jetzt 2 Bereiche auf Maximum. Sehr gut. Wir haben einige neue dazu bekommen. Und zwar genau passend. 3 Leute. Clone Amy ist... Ja, nicht fast drauf gegangen, aber das war der Sache relativ nah. Das war nicht angenehm. Auch hier, wir werden jetzt ganz... Oh, oh, der Kollege ist sauer. Und vor allem auch halt Geld als Bestechung scheint nicht displaced. Ha, das hilft einfach alles nicht so wirklich. Achso, das ist irgendeine Nord-15-Typi, dem wir das Ganze gerade gegeben haben. Oh, wow. So, du da oben wirst jetzt ganz sicher nicht stehen. Ihr werdet wechseln. Du musst das Ganze so haben. Du musst das Ganze so haben. Und du ebenfalls. Alles klar. Okay, also das war natürlich leicht bösartig. Ja, und das extra Bestechen wirkt halt irgendwann nicht mehr. Davon bin ich irgendwie auch ausgegangen. Das ist natürlich ein Problem.
Dann Teaching. Wir haben hier Sachen bekommen. Throwmaster. Wir haben wieder eine Recovery Card bekommen, falls ich wieder einen Night Booster aus irgendeinem Grund auswähle. So, die Jungs haben die 1000 Coins eingebracht und sind strahlende Champions. Eine einzige Münze bringt nicht mehr viel. Ja. Das ist. Das ist halt die Frage, ob man wirklich einfach mit mehr Geld noch mehr erreichen kann oder ob da wirklich irgendwann einfach ein Limit ist. Weapons, Armor, Shields. All lose 50% less HP. Ich denke, das sollten wir grundsätzlich überlegen, jetzt mittlerweile ihm wieder zu geben. Und auch das, denke ich, sollten wir ihm einfach mittlerweile geben. Okay, hier haben wir nochmal ein bisschen freigeräumt. 99 Tage haben wir noch. Dann werden wir dann beim nächsten Mal versuchen. Meine Frage ist, was wir jetzt hier wirklich am besten machen. Denn wenn der nächste Kampf auftaucht, entweder schicken wir da einfach so ein paar arme Säcke in den Kampf. Geld weinen, die Hoffnung auf Freiheit. Es gibt immer Wege, Kerlchen happy zu machen. Okay. Das geht natürlich gar nicht mal grundlegend falsch. Award Private Room. Freeing this man will boost morale and hope for the rest of your men. Oh, man könnte man also vielleicht irgendwelche Dummbatze freilassen? Das wäre natürlich auch eine interessante Möglichkeit. Aber wir sollten definitiv gucken. Oh, er ist schon wieder happy. Du bist upset. Gib mir trotzdem mal einen Coin. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir dann beim nächsten Mal zum Ende kommen werden von diesem Playthrough. Und ich denke auch mal, dass wir es wirklich bei diesem einen Spieldurchlauf belassen. Also weil ich nicht das Gefühl habe, aber vielleicht täuscht das logischerweise auch wieder, dass man hier allzu viel anders machen kann. Klar, man kann überlegen, andere Routen einzuschlagen. Okay, was können wir jetzt machen in 7 Tagen? Wir müssten eigentlich tatsächlich überlegen, das hier zu machen. Einfach nur zu hoffen, dass wir hier nochmal einen gewissen Vorteil bekommen. Und wir müssen einfach nebenbei ebenfalls hoffen, dass wir da auch wirklich von profitieren. Achso, okay, also hier nochmal hervorzuheben, die ganzen Nachteile an Mut waren wirklich einfach noch aktiv, weil wir auf Pause waren. Das war also wirklich noch nicht herumgesprungen. Also ich gehe natürlich auch davon aus, dass hier viele Sachen aufgrund des Schwierigkeitsgrads etwas einfacher sind, die Leute ein bisschen schneller, stärker werden, etc. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben ja am Ende noch den Extrakampf, ja genau, in dem Finale. Eine Frage ist, ob man hier wirklich nochmal hingehen sollte. Oh, den konnten wir beim letzten Mal noch nicht machen, ne? Da brauchten wir erst die Überzeugung von dem Kollegen. Oh. So, die Sache ist, die meisten meiner Leute sind wieder bereit. Ich würde ganz gerne zum Ende nochmal einen Championship-Kampf lieber machen. Aber mit dem Risiko. Ansonsten, ich habe es natürlich jetzt hier verschlafen, das Ganze hier noch zu upgraden. Oh, wow. So, an animal of a man who had reportedly torn an owl's toes into bits during a gladiatorial match. Warum immer eine Eule da rumgeflogen ist. Wir haben 4 Leute. Wir haben wieder ein Behemoth. 40, 40, 40. Haben aber nicht wirklich die stärksten Equipments an ihrer Seite. Ich würde am liebsten einfach wieder die 3 stärksten nehmen. Und okay, Schattenmensch ist richtig gut dabei. Vor allem 863 HP. How? Also du bist mittlerweile auch beim Maximum angekommen. Das ist extremst merkwürdig. Das ist natürlich so ein bisschen schade, wenn man halt nur die richtig Starken reinschickt, aber die sind halt alle Level 40.
Ich würde sagen, wir gehen bei diesem Kampf nochmal auf Sicherheit, denn ich würde ganz gerne das Cobra ebenfalls versuchen, noch auf die 200 hochzubringen. Damit wir da drei Leute haben, die richtig, richtig stark sind. Damit wir so zum Ende des Spiels so eine gewisse Sicherheit haben. Drei gegen vier, ist es überhaupt fair bei denen? Holy shit! Die haben so überhaupt nichts zu lachen. Die überrollen die einfach. Oh, wir kommen einen, der sogar was hat. Bleed Resist. Okay, also hier ist natürlich relativ klar. Die verkaufen wir einfach. Ist gar nicht ganz artig was dahinter dabei. Du konntest dich da rein positionieren. Das ist zwar niedlich, aber auch weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und du bist dann. Alright. Hast immerhin schon so ein paar Sachen. Das geht in Ordnung. Okay. Educator, sei mal so frei und mach mal weiter. Du sei mal so frei und mach mal ein bisschen weiter. Dadurch, dass wir wirklich das Geld haben, sollten wir gar nicht großartig hier knausrig sein. Okay, wie geht's euch? Ihr habt keinen Schaden genommen. Ihr habt so überhaupt keinen Schaden genommen. Vor allem dir gebe ich auch mal hier die mitbeste Waffe jetzt langsam mal. Ich würde ganz gerne einfach die Bosskämpfe hier weitermachen. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch hier nochmal so ein bisschen weiter. Da haben wir zwei Biermos. Die machen auch so ein bisschen Schaden. Und wir haben auch nur zwei Leute zur Auswahl. Es tut mir leid, aber ich denke, hier müssen wir wirklich auf Sicherheit gehen. Hätten wir drei, hätten wir vermutlich... No. Das Körper und Schattenmensch werden das machen. Ich gehe davon aus, dass die hier ohne Probleme die umhauen werden. Die haben zwar Bosshammer als Waffe. Aber ihr seid so stark, dass ihr die hoffentlich einfach umhaut. Oh, 2 gegen 2 diesmal. Und let's go. Die prügeln einfach auf die ein, als wäre das nix. Disgusting. Vor allem jetzt... Oh, wir bekommen noch ein Pferdchen. Wir haben so viele Leute, wir haben schon wieder irgendeinen Wagen bekommen. Okay, jetzt vor allem, der Witz ist ja vor allem wirklich, dass wir da ein Pferd jetzt haben. Brauchen wir wirklich das Pferd? Ich gehe davon aus, dass wir das Pferd wirklich logischerweise auch brauchen, um das Ganze ebenfalls nutzen zu können. Natürlich ist ein bisschen doof, dass das da alles jetzt hier so geklustert ist und man halt nur schwer dahin kommt. Und zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Chariot angeklickt. Wo ich den... Okay, das ist jetzt zum Beispiel das Pferd. Ich gehe mal davon aus, dass wir die jetzt vielleicht für dieses Mal nicht nutzen werden. Ich überlege, ob man auch vielleicht das hier einfach verkauft. Das Problem ist, wir müssten das Pferd dann auch noch Platz machen. Wir müssten jetzt vermutlich auch gucken, ob man hier nicht irgendjemanden ernsthaft drin lässt, der vielleicht sogar besser mittlerweile ist. Weil wir haben hier definitiv so ein paar Nuggedeyes am Start, die wir... nicht behalten werden. Ja, also viele von denen sind halt mittlerweile einfach nicht mal attraktiv genug dafür. Er hat wenig HP. Boi. So, ansonsten statt ein Mensch nimmt an, dass die Werte wie Turtle sich auch natürlich veranlagen, dass er kann vielleicht so viele oder so perverse HP-Zahlen bekommen. Wäre gut möglich, wäre zumindest nachvollziehbar in einem gewissen Grad. Wo da der große Unterschied auf einmal so auftaucht. Ansonsten, oh, der Scooper hat tatsächlich so ein bisschen Schaden genommen gehabt. Meine Frage ist halt, ob man den hier ernsthaft noch weiß. Ich meine, der hat es halt so ein bisschen. Obwohl man zum Beispiel hier sieht, der hat auch nur Turtle 20. Hingegen er zum Beispiel, der hier, oh, den können wir auch mit nochmal hochdrehen. Also da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das genau aufgebaut ist.
Ah, sollte man wirklich diese doofen Dinger hier mit beibehalten? Gleich habe ich hier einmal ein Upgrade reingedrückt, aber bin mir halt nicht sicher, ob es das ernsthaft bringt. Weil es wäre cool, einmal mitzuerleben. Dafür müsste ich halt das Zeug schon mal so ein bisschen. Na, ich weiß was, ich verkaufe das. Das war jetzt ein bisschen doof, ich hätte es gerne mir einmal angeguckt. Aber dadurch, dass wir uns jetzt so sehr darauf konzentrieren. Achso, jetzt hat er da irgendjemanden anders hingestellt. 100. Wow, wo ist der andere jetzt hin? War da nicht gerade zwei Leute noch? Und der eine will den anderen jetzt verprügeln. Mit 35 zu 137. Ihr seid beide nicht wirklich schick. Ihr enttäuscht mich eigentlich alle irgendwie, you know? Ja, ich verkaufe immer all die hier. So ein paar werde ich jetzt hier lassen. Du gehst einfach mal da hoch. Du darfst einfach mal hier hinstellen. Okay, 4 Tage noch bis zum nächsten Kampf. Ich würde ganz gerne einfach weitermachen. Dann The Wine Cellar. Nice. Ja, dann werden wir das als nächstes starten. Einfach mit der Hoffnung, dass wir dann hier vielleicht dem einen oder anderen so ein Zimmer bereitstellen können. Ah, wie sieht's eigentlich aus? Dir geht's gut. Du bist immer noch dabei und da werde ich auch mal ganz kurz hier so ein bisschen Geld investieren, damit es dir schneller wieder besser geht. Denn, okay, der nächste Kampf jetzt kommt hier noch so mit. Wenn wir also nicht dran vorbeikommen. Ein Gegner. Come on, many versus one. Yes, 4 Leute. Gegen einen 200er. Okay. Der macht 325 perversen Schaden. Wenn wir die beiden reinschicken. Ihn vielleicht hinterher, um den letzten paar extra noch zu bekommen und schicken dann noch irgendeinen 4. rein, der vielleicht im Hintergrund steht und zuguckt und winkt oder ähnliches, hat wäre doch schon mal ein Anfang. Ja, Night Booster. Denke, hier gehen wir aber auf Sicherheit einfach nur schnell umnieten. Das Gute ist nämlich, gibt auch noch mal einiges an Geld. Und dann werden wir irgendwie gucken, dass bevor wir zum Finale halt kommen von diesem Playthrough, dass wir denen nochmal so richtig Equipment geben. Ach du Scheiße. Der Kollege hatte richtig viel HP. Well. Ich hatte nicht gesehen, dass der super viel HP hatte. Damit haben wir meines Erachtens den Playthrough so ein bisschen versaubeutelt. Muss ich, dass der theoretisch nochmal Boni bekommt. Well, that's dumb. Ich habe nicht auf die P geachtet. Ich hatte nur auf das alles andere geachtet und dachte, die könnten den wieder umhauen. Boy. Oh boy. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass das uns jetzt hier so ein bisschen das Ende versaubeuteln wird. By chance, Windner has accidentally delivered a cask of very expensive wine to your Ludus that was intended for your competitor. Inform him that he has the wrong Ludus. Accept the wine for yourself and collect the wine and give it to the Magistrat as gift. Oder give it to the Legat. No. Doch, wir geben das hier einfach ein von den beiden. Hier, viel Spaß damit. Agreed. Cool, hier. Damit ist es nicht mehr unser Problem, wenn der umminiert wird, dann ist es nun mal so. So, ich denke, wir werden jetzt hier relativ versuchen, clever zu agieren und werden so ein paar Leute versuchen zu engagieren, die vielleicht ein bisschen stärker bereit sind. Ja. Ich denke, das machen wir wirklich einfach mit beiden. Wir haben so viel Geld an der Hand. Wir müssen einfach neue Leute hinzurufen, die einfach schon so ein bisschen mehr aushalten. Gut, Nächste in der Reihe ist Loco Lizzie. Reward Coin. Reward Coin. Und dann haben wir noch Missy 2610.
Oh boy. Ich überlege halt, ob man halt versucht, diese 72 Tage noch irgendwie zu Ende zu bringen. Aber ich denke, weißt du was? Wir werden das gar nicht großartig herausfordern. Denn ich habe das Gefühl, dass es das vielleicht noch ein bisschen länger dauert, als ich mir das vielleicht jetzt hier vielleicht vorstelle. Und dementsprechend machen wir es einfach beim nächsten Mal. Und ich werde irgendwelche anderen Spiele noch überlegen, die man dann einfach danach noch spielen könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Der letzte Kampf war vielleicht ein bisschen dämlich. Der hätte mal auf die AP achten sollen. Aber, well, who cares im Endeffekt. Bis dann.